Es geht um etwas ganz Grundsätzliches. Eine Regel, die die Europäische Union zusammenhält. EU-Recht gilt vor nationalem Recht. Das mag manchmal lästig sein für die einzelnen Mitgliedstaaten, manchmal auch praktisch. Nur optional ist es eigentlich nicht. Umso heftiger sind die Reaktionen auf ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts. Das findet nämlich, dass Teile des EU-Rechts ganz grundsätzlich nicht vereinbar sind mit der polnischen Verfassung und dass die dann über EU-Recht steht. Ein neuer Tiefpunkt ist daraus geworden im innereuropäischen Verhältnis. Auch am Tag danach ist die Empörung in anderen Ländern der Europäischen Union weiter groß. EU-Recht habe Vorrang vor nationalem Recht, heißt es in Brüssel. Man kann nicht in einer Union leben, ohne ihre Grundsätze zu respektieren. Aber man muss sagen ganz klar, dass diese Regierung in Polen mit dem Feuer spielt. Das heißt, dass in einem gewissen Moment nicht nur juristisch, sondern auch politisch das zu einem Bruch kommen kann. Seit Jahren gibt es Streit um die Justizreform in Polen. Deswegen sind mehrere Klagen und Vertragsverletzungsverfahren der EU beim Europäischen Gerichtshof anhängig. Doch dessen Rechtsprechung zweifelt das polnische Verfassungsgericht an. Es bezweifelt den Vorrang des EuGH nicht nur im Einzelfall, sondern ganz grundsätzlich. In der Hierarchie der Gesetzesquellen steht der EU-Vertrag im polnischen Rechtssystem unter der polnischen Verfassung, wie jeder andere ratifizierte internationale Vertrag auch. Die Europäische Kommission will in Kürze über weitere Schritte gegen Warschau entscheiden. Und wir fragen jetzt schon nach bei unserer Europakorrespondentin Barbara Wesel. Barbara, Polens Regierungschef Morawiecki beteuert, sein Land wolle Teil der EU bleiben. Die polnische Opposition und andere EU-Mitgliedstaaten befürchten dagegen einen de facto Austritt Polens. Wie schätzen Sie das ein? Nun, natürlich, Morawiecki weiß, dass eine Mehrheit seiner Landsleute proeuropäisch ist, dass viele nach wie vor Europa für eine gute Idee haben und sich freuen, dass sie Mitglied sind und dass das unpopulär wäre, wenn er jetzt sagt, ach und im Übrigen wollten wir eigentlich aus der EU aussteigen. Also er leugnet das einfach. Aber in den Reaktionen, die wir gesehen haben seit gestern Abend, sagen gerade viele Juristen und auch Europarechtsexperten, das ist eine Art de facto Austrittserklärung. Das ist ziemlich ähnlich dem, was die Briten mit dem Artikel 50 gemacht haben, nämlich gesagt haben, Schluss, wir wollen raus aus diesem Club. Wenn man nämlich die Grundsätze, wirklich die absolute Basis, die Pfeiler dieser Veranstaltung in der Europäischen Union in Frage stellt und sagt, gefällt uns nicht mehr, machen wir nicht mehr mit, dann kann man nicht mehr weiter Mitglied bleiben. Es ist eine Frage der schlichten Logik. Und natürlich hätte das unglaubliche Auswirkungen auf das Leben zum Beispiel, auf Unternehmen, auf Bürger anderer Länder, aber auch auf die Rechte polnischer Bürger, wenn die Regierung in Warschau einfach sagt, wir machen, was wir wollen. Wir setzen hier unser eigenes Recht und was im Übrigen in Europa passiert, interessiert uns nicht. Und aber gleichzeitig die Hand aufhält und sagt, wir hätten aber sehr gerne unsere üblichen Milliarden aus Brüssel. Das ist eine Art Kriegserklärung und so ist das hier wirklich auch empfunden worden. Mhm. Der französische Europaminister Clément Beaune sagte, es ist eine erneute Provokation in einer langen Reihe aus Warschau von dieser Regierung der PiS-Partei. Jetzt kann die EU Polen ja nicht einfach rauswerfen, das geht nicht. Was aber kann die EU-Kommission tun, wenn das jetzt wirklich eine Kriegserklärung ist? Die EU-Kommission kann Polen das Geld abdrehen. Und das ist im Grunde wohl auch das, wenn man von allen anderen Möglichkeiten, von weiteren Vertragsverletzungsverfahren, immer wieder neuen Urteilen des EuGH in Luxemburg und so weiter mal absieht. Das hat bisher ja zu nichts geführt. Und auch alle Ermahnungen der anderen Mitgliedsländer haben auch zu nichts geführt und haben zu keiner Verhaltensänderung in Warschau geführt. Also, was macht man? Man dreht den Geldhahn zu. Die EU-Kommission hat dazu schon die Basis gelegt. Polen würde 24 Milliarden jetzt aus dem Corona-Hilfsfonds bekommen und hätte Anrecht auf weitere rund 35 Milliarden billige Kredite. Bisher liegt das auf Eis. Brüssel hat sich stark zurückgehalten in Erwartung dieser Krise, weil man wusste ja seit Monaten, dass das Verfassungsgericht an dieser Frage herumschraubt, hat dieses Geld auf Eis gelegt und gesagt, wir warten jetzt erstmal und wir sehen möglicherweise keine Basis dafür, es auszuzahlen. Wenn die Rechtsstaatlichkeit in Polen nicht mehr gewahrt ist, dann kann Brüssel das Geld zurückhalten. Und das Gleiche gilt sogar für die 12 Milliarden Regionalmittel, die Polen weiterhin jedes Jahr aus dem normalen Haushalt bekommt. Auch da könnte man die Schraube zudrehen.
Ob das so schnell jetzt so weit kommt, werden wir sehen. Aber das sind im Grunde die probatesten Mittel. Noch ganz kurz, liebäugeln eigentlich auch andere EU-Staaten mit diesem polnischen Beispiel? Naja, Ungarn natürlich fände es ganz großartig und würde sofort übermorgen mitspielen, wenn natürlich nicht Viktor Orban Angst hätte genau davor, dass auch ihm der Geldhahn zugedreht wird. Es gibt so ein paar Kandidaten in der EU. Und wenn das Beispiel Schule machen würde, wenn die EU jetzt nicht drastisch zurückschlägt, dann fallen wir wirklich in eine ganz tiefe Krise. Dann kann der ganze Laden auseinanderstürzen. Danke fürs Einschätzen. Barbara Wesel, danke nach Brüssel.